Herzlich willkommen bei PharmaQuick, deinem Higher Inspiration Talk. Deinem Higher Inspiration Talk, ja, was mag das bedeuten? Dies ist die erste Aufzeichnung, mit der wir uns gerne bei dir vorstellen möchten, mit der wir dir Appetit machen wollen auf all das, was wir drei, ja, wir sind zu dritt, drei ganz unterschiedliche Damen mit dir in der Zukunft teilen wollen. Und an dieser Stelle gebe ich den Staffelstab auch schon ab an meine liebe Kollegin Christiane Saurette. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ich zu diesem Dreiergespann dazugehören darf und freue mich auf spannende Stunden mit euch zusammen und gebe auch weiter an Sabine. Ja, lieben Dank, Christiane. Auch ich freue mich, dass ich dabei sein darf bei diesem Dreiergespann. Und ich denke, das werden ja inspirierende Talks mit ganz, ganz viel Information, mit Inspirationen für dich, ja, zum Gesundheitswesen, zu ja, Persönlichkeitsentwicklung, zu Personalthemen, zur Organisationsentwicklung und allen weiteren Themen, die momentan wichtig sind. In der Gesundheitswelt. Viel Spaß beim Zuhören. Und schon sind wir wieder zurück, weil meinen Namen habe ich noch gar nicht verraten, Monika Raulf. Und worauf du dich einstellen kannst, ist, dass diese Informationen, die Sabine gerade eben vorgestellt hat, in kurzer, bündiger, knapper Form von uns dreien geteilt werden, immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven. Und du, liebe Christiane, was bringst du als Perspektive mit rein? Genau, also ich bin PTA, pharmazeutisch-technische Assistentin, Fachberaterin für Senioren und schule seit vielen Jahren Pflegekräfte im Bereich ja, geriatrischer Pharmazie, alles zum Thema Nebenwirkungen und wie man Pflegemehraufwände vermeiden kann. Schule aber auch Apotheker und schule auch PTAs im Handverkauf. Wie kann ich also Therapieoptimierung umsetzen? Das ist mein Steckenpferd. Und wir drei ergänzen uns da auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ja, vielleicht noch zusätzlich mein Steckenpferd. Ich bin Apothekerin, ich bin Coach, systemischer Coach, Mentaltrainerin und auch Agile Coach und bin seit vielen Jahren Expertin im Gesundheitswesen. Ich bringe so den vernetzten Blick mit in unseren Talk, das heißt also den Blick von den vielen Beteiligten im Gesundheitswesen. Und natürlich auch die Coaching-Perspektive. Und ja, mir geht es darum, Unternehmen und Menschen zu bewegen und auch Zukunft zu gestalten. Und liebe Christiane, was bringst du noch mit? Halt, stopp. Liebe Moni, was bringst du noch mit? Genau, ich nehme den Staffelstab einfach wieder zu mir zurück. Ich bringe im Besonderen den Kraftort Apotheke mit. Als Apothekerin, als Coach, da schließe ich mich bei dir an, liebe Sabine, ist es mir ein Anliegen, Apotheken in den Flow zu bringen, wirklich in den Ort vermehrt zurückzuführen, wo Kraft aufgetankt werden kann, wo das Personal im Flow wirklich im besten State ever delivern kann, weil die Anforderungen sind ja hoch, das wissen wir alle drei und das weißt du auch, da brauchen wir dir ja nicht drüber zu erzählen. Und auf der anderen Seite des HV stehen ja die Patienten und das in den Einklang zu bringen, das ist so mein Bericht. Dazu eben Buch Kraftort Apotheke und Patientenbroschüre Wohlfühlort Apotheke. Und all das geht natürlich auch in Pflegeheimen und da schließen sich einfach die Kreise für uns alle drei. Ja, ihr seht, es Ja. wird spannend. Ja, also ihr könnt euch freuen auf ja, einen inspirierenden Austausch und ja, viel Spaß bei der ersten und mit der ersten Folge. Und wenn du Lust hast, dann schreib einfach an uns oder unten drunter, du kannst es ja als Video oder als Podcast aufgezeichnet sehen. Schreib uns einfach deine Themen, die dich interessieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.